Hallo und herzlich willkommen zu Overlord, dem Let's Play. Ja. Mann, es tut mir jetzt echt leid, das zu sagen, aber das letzte Mal hat es leider ein Problem mit der Aufnahme gegeben, denn sie hat gar nicht aufgenommen. Und das ist mir jetzt diesmal leider doch etwas zu spät aufgefallen. Und ja, deswegen ist die Aufnahme nur eben flöten gegangen. Und ja, es ist jetzt, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier ins Menü rein. Ist jetzt etwas blöd, weil, wenn ich aufs Spiel laden gehe, habe ich ja auch nur den Turm, also. Ja, also, ich weiß keine Möglichkeit, falls irgendein anderer eine weiß, aber weil ich weiß, komme ich jetzt hier an den Spielstand nicht mehr ran. War jetzt Glück, dass es mir das letzte Mal noch in der Aufnahme aufgefallen ist, aber ich gehe jetzt einfach mal rein und ja. Ihr seht das. Ihr könnt jetzt eure Roten und Grünen in euren Privatgemächern aufwerten, Herr. Schatz, wir werden so viel Spaß haben. Ihr, ich, ein paar hilflose Gefangene. Das wird so romantisch. Aber die Kobolde bleiben draußen. Ihr solltet diesen Ort wirklich so einrichten, dass er einer Dame gefällt. Bringt mir ein paar hübsche Sachen, dann werde ich euch dafür entschädigen. So, genau so ist das. Das ist jetzt nämlich von der Rosa, die vor dem Schloss gelebt hat. Vernichter des fehlgeleiteten Fürsten! Ich geh kurz mal hoch. Ja, das ist jetzt ihre Schwester nämlich. Ihre, sag mal, boshafte, durchtriebene Schwester. Und das Problem ist, ja. Das heißt, Problem ist es nicht. Ja, wir sollten uns halt entscheiden, welche Schwester wir nehmen, und wir haben uns für sie entschieden. Und ja, es ist jetzt echt blöd. Was willst du noch? Das wird diesen dreckigen, ja, Bauern zeigen, wer hier der Herr ist. Ja, was noch zu sagen ist, es ja, der Fürst Ferdinand, der ist was natürlich, was soll ich denn damit anfangen? Hallo, Vibe, muss natürlich auch das ganze Teil hier ausbauen. Vergesst nicht, ein paar Sachen für eure Mätresse zu kaufen. Ja. Das Problem natürlich ist, ihr Schnuckelchen. So etwas wollte ich schon das immer. Das Problem haben. Natürlich ist es halt, ja, wir haben jetzt auch den Fürst Ferdinand nämlich schon besiegt und ja. Also, ja. Den Kampf, den kann ich jetzt leider natürlich dann nicht mehr zeigen. Das ist jetzt wirklich. Mir ist egal, was Sie sagen. Das Aussehen ist das Allerwichtigste. Das ist jetzt wirklich natürlich sehr schade, aber ja. Ausgezeichnete Wahl, mein Schatz. Naja. Ich hoffe mal. Ihr habt an mich gedacht. Es ist, ja. Ach, es ist einfach blöd, aber naja. Was will man jetzt machen? Oh, für mich? Wie dem auch sei. Also, Fürst Ferdinand, der war jetzt auch nicht die Herausforderung. Oh, der ging relativ mich? Schnell nieder und ja. Ansonsten habt ihr nicht viel verpasst. Ihr dunkler, romantischer Narr. Ja, genau. Ich hab hier eben dann halt auch noch, musste mich dann eben entscheiden, für welche von den beiden ich nehme, und hab mich dann für sie entschieden. So etwas wollte ich schon immer haben. Dann ist ja gut. Und ja. Die sind aber teuer. Die noch. Wozu hat man Gold, mich, wenn nicht, um es auszugeben? Hab mich dann eben, ja, genau, für sie entschieden und, ja. Die andere war natürlich etwas genervt. Ihr erwartet doch nicht, dass ich das putze. Etwas genervt weggelaufen. Und ja, was noch zu sagen ist, eben, was ich auch noch gemacht habe, ist natürlich, oh, okay, wir haben kein Gold mehr. Ja, das war's dann in dem Fall. Nee, was ich natürlich noch gemacht hatte, ist, ja, ich habe unsere Rüstung aufgewertet und uns auch eine Axt besorgt in einem höheren Stufe, so. Von dem her können wir jetzt deutlich mehr einstecken und auch deutlich mehr Schaden machen und. Schöne Gold. Diese Helden, wirk, die könnten noch nicht einmal böse aussehen, wenn ihr Leben davon abhinge. Ja, genau. Okay, ja, wir brauchen wieder Gold, denn wir müssen hier unsere Mätresse versorgen. Immer diese Weiber. Aber naja, es sieht hier immer schon deutlich schöner aus. Nee, das ist jetzt echt blöd. Hör
würdiger, üppiger Güter. Das finde ich jetzt. Ja. Durium Schmiedemeister! Ach, das ist einfach nur bescheuert. Egal. Ja. Also, wir machen jetzt eins. Wir gehen jetzt direkt zur Himmelsspitze hin und ja. Tun uns jetzt da hier noch den Weg sichern, weil, ja. Wir haben bis hier zwar keine Aufträge mehr, aber. Genau. Zurück. Ja. So, wir haben hier zwar keine Aufträge mehr, aber, ich will das hier noch immer komplett abschließen. Sprich, auch hier noch den Weg zu den goldenen Bergen freimachen. Also, ja. Heißt es jetzt Zombies kloppen? So. Also, ja. Wir müssen mal hier die Brustkeule schwingen. So. Ne, die brauche ich eigentlich eher weniger gegen die Zombies. Eher ein paar blaue noch zum Wiederbeleben. Eventuell. So. Wie ich höre, lässt die Seuche langsam nach. Das ist ja schön. So. Dann haben wir hier mal eine Schafshorde. Wenn wir eben mal den Chaos machen können. Ja, nimm das hier, Schafe. Das sind wahrscheinlich auch genau die, die für die Aufnahmeschäden verantwortlich sind. Ihr Blöden! Ne, also es ist... Ja. Komm, hier, nimmt das, ihr Schafsungeheuer. Bam, bam, bam. So, und hier noch jemand. Dürfen sie alle mal drauf gehen. Was habe ich denn da gerade gesehen? Da hat mir ein Rat entgegengelächelt. Kann ich das irgendwie betätigen? Geht das? Nur von der anderen Seite. Okay. Laufen wir mal den Friedhof entlang. Mal gucken. Ja, was wird uns auf dem Friedhof wohl erwarten? Keine Ahnung. Oh mein Gott, Zombies! Auf dem Friedhof! Wer rechnet damit sowas? So, hier kommt. Kümmert euch um die. Zack. So, zack, zack, zack. Ja. Immer schön nach vorne laufen, das ist immer gut. So. So, hier, komm ab, wiederbeleben. Ja, oder auch nicht. Ja, das hat jetzt gut funktioniert. Will jemand aufstehen? Nö. Please stand up. Please stand up. Okay, da ist ein rotes Schergenobjekt. Nicht Schergenobjekt. Da ist ein rotes Objekt. Oh, wow, 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 wow. Zurück, 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 zurück. Rote. Und die braun hier. So. Danke. So. In dem Fall. Ja, ein bisschen nach vorne holen. Und in dem Fall. Hey. So. Und in dem Fall die braunen Scherben wieder da rausholen. So. Dann locken wir die mal hier hinter. Platzieren die blauen. Und greifen mit dem braunen an. So. Dass hoffentlich die Braunen auch. Dass die Braunen hoffentlich auch wiederbelebt werden. Ja, komm, 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 holst du zurück. Sehr gut. Okay. Und in dem Fall noch. Die hier alle machen. Wow. Das funktioniert immer sehr gut. So. In dem Fall jetzt die Roten nach vorne holen, dass die jetzt... Können sie schon? Nee? Können sie jetzt? So. Hey, 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 hey. Kommt hier. Angriff. Bam. Sehr gut. Und wieder herholen. Boah, das funktioniert echt mal super. Ich war selten so begeistert. So. So, und dann
Die roten Schergen. Können sie schon? Blauen so. Hier, Band, holt sie. Sehr gut. Band, holt sie. Sehr gut. Und der ist auch nieder. So, sehr gut. Aber was ich direkt sehe, ist, wir brauchen... So. Hallo. Würdet ihr wohl... Kann ich die von hier aus einfach mal so... Ja, Tatsache, das geht. Nein, nicht da rein. Ja, fast. Das hat fast funktioniert. Okay. Bewerft sie auf jeden Fall. So. Genau. Genau. So. Ich glaube, da kommen immer wieder neue, oder? Ja. Also ich brauche definitiv grüne Schergen. Da hilft nichts. Okay, zurück. Was lassen wir dann zurück? Ich lasse mal die roten dann zurück. Ja. In dem Fall stelle ich mit den grünen ein paar Fallen auf. Das wird ja auch schon einiges bringen gegen die Zombies. Denke ich jedenfalls mal. Ja, mal gucken. Wow. Ich gehe ja gerade so taktisch mit den Schergen um. Was ist denn heute mit mir los? Sachen gibt's. Okay, ja, so, zack. Zurück mit euch. So, okay. Ja, ich glaube, ich mache hier nochmal eine extra Large-Folge. Ja, doch, das glaube ich, mache ich jetzt mal. Nur hier auch, um das irgendwie wieder zu kompensieren. So, ja. Kompensieren? Was ist das Richtige? Ja, doch. Ja. Okay, so. Also. Schieben wir hier mal dran vorbei. Den müsste ich mir noch holen. Sobald, ja. Oh, und hier brauchen wir rote Schergen. Oh, und. Mann, der Friedhof bietet nochmal eine Herausforderung für sich. Okay, egal. Erstmal das hier wegatmen. So. Na komm. Die wissen, was hier wartet, oder wie? Na, komm, einfach drauf. Hallo. Einfach drauf, so. Das hat's mir gereicht mit denen. So, okay. In dem Fall holt mir mal das Objekt hier. Genau. Das wollte ich auch haben. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Halt. Wo laufen die denn entlang? Ja, ich sehe schon. Die haben ja einen ganz eigenen Weg irgendwie. Ich bring's jetzt bestimmt da hoch zum Rad. Genau da, wo ich jetzt nicht rankomme. Ja, das ist auch genauso. Okay, Moment mal. Es ist eventuell gar nicht mal so blöd, wenn ich von der anderen Seite rankomme. Und die jetzt so durchlaufen können, dann kann ich vielleicht das Rad aktivieren. Geht das? Na kommt. Hallo, ihr seid direkt da hinten. Na kommt, geht ran. Schnappt es euch. Oh Mann. Na gut. Hilft alles nichts.
Ja. Das hilft definitiv alles nichts. Ich muss hier wieder zurück. Und ja. An den Zombie-Horden vorbei. Hm. Oh man, selbst jetzt funktioniert nichts wie geplant. Okay, ja. Also. Nee. So. Also. Dem war stellen wir jetzt die Grünen auf. Und ja. Gehen hier mal. Gehen hier mal. Machen wir einen kurzen Prozess mit dem. So. Genau. Keine Gegner. So, geht doch. So. Problem gelöst. Und jetzt kommen wir auch da entlang, nämlich. Genau. Und dann können wir auch das Rad aktivieren. Mann. Wieso? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ja, genau. Ja, da kommt er jetzt angerannt. Ihr. Ja, Herr Primaten. Okay. So, also, ja. Geht's nach unten entlang? Ich will da unten entlang. Nee, komm, erst hier. Ah, so viel zum Entdecken. Das ist hier. So, hier, komm. Drehen. Und ihr, nimm. Und ja, aua. So, und kommt hopp rüber. Bringt mir aus den Augen so. Wie viel Prozent haben wir eigentlich mittlerweile? 48, okay. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein paar Objekte im Nachhinein holen, aber ja, mal gucken, wie ich das dann auch mache. Das werde ich wahrscheinlich genauso wie das nächste Mal farmen und auch ausrüsten im Speedrush machen. Mal gucken. So. Sehr gut. In dem Fall, ja. Gehen wir jetzt mal wieder nach unten und ja, ach, lol. Ist das cool, der eine hat einen Zombie-Arm. Ich muss ein paar blaue Schergen loswerden. Das ist zwar, die sind zwar gerade echt praktisch, aber. Obwohl, ich weiß auch nicht so viel Grüne mehr. Ja, ich habe ja das Gift jetzt weggemacht, von dem her kann ich jetzt wieder die roten Schergen nehmen. Pack mal ein paar von denen weg. So. Und holen uns jetzt noch 5 rote. So. Und da haben wir wieder alle. So, und weiter geht's. Irgendwie laufe ich ja gerade falsch. Ja. Irgendwie schon. Nee, da geht's zur Brücke, genau. Ja. Und hier geht's auch entlang. So, dann, können wir jetzt noch da unten entlang? Oder wir machen den Teil mit den roten Schergen. Und ich wäre jetzt einfach mal dafür, das mit den roten Schergen zuerst zu machen. Ja, doch, weil ich will ja den Friedhof schon komplett erkundet haben. Und ja. War jetzt eigentlich. Ne, immer noch 48. Okay, das gehört gar nicht mal zu den Prozent dazu. Dann, ja. Haben wir doch noch einen Haufen vor uns. So wie ich das sehe. Okay, ja. Die Grabsteine. Gut in Frieden, Leute. Okay, ja. Könnt ihr nicht noch irgendwie vorher das Feuer wegatmen? Doch, könnt ihr eben. Wusste ich's doch. So, und jetzt könnte ich auch noch andere anfangen, das Teil zu schieben. Nee. So, komm, hol ihn. Rette ihn. Sehr gut. Ich sehe schon, ich brauche hier mehr rote Schergen. Ja. Alle. So.
Also rennen wir jetzt erstmal rum. Renne ich jetzt erstmal unten entlang. So, also. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt erstmal unten entlang. Weil ich wahrscheinlich da zu den goldenen Bergen komme, denke ich jetzt mal. Ja. Aber egal. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Nee, komm. Nein. Nee, nee. Ich hole jetzt. Ich habe das jetzt vorgenommen. Ich hole jetzt die roten Schergen. So. Ich packe jetzt die grünen weg und hole mir ein paar rote. So. Egal. Obwohl. Nee, egal. Weil wenn ich jetzt dann nachher die blauen komplett wegmache und die grünen behalte, dann kommt bestimmt nachher irgendeine Wasserstelle. Und dann sage ich wieder, ach, so ein Ärgerbauch. Wieso kommt die solche blauen Schergen weggelegt? Rennen wieder alles zurück. Nur um dann die blauen Schergen zu holen, die grünen Schergen wegzupacken. Also ja, kommt hier alle. Stürmt alle rein. Und ihr hier, kommt. Hallo. Hallo. Geht doch. So. Okay, weiter geht's. Wir stampfen hier munter voran. So. Ja. Und, okay. Ich sehe schon. Oh Mann, echt, ey. Immer dieses ganze Schergen holen gerade, das ist, ja. Also, ich glaube, es ist einerseits mühselig, es gerade so zu spielen. Dieses ganzen Hintergerände. Das macht es für einen selber ein bisschen mühselig, aber ich glaube, fast ist es noch mühseliger und da habe ich wirklich Respekt vor jedem, der sich den Schlunz überhaupt anschaut. Da habe ich wirklich Respekt davor, weil das ist, glaube ich, noch viel mühseliger, sich dieses ganze planlose Rumgerennen und Rumgetue auch noch anzuschauen. Also, ja. Wir müssen schon, wenn dann echt ein paar, keine Ahnung, Masochisten dabei sein. Schon irgendwie, weil sonst tut man sich doch sowas nicht freiwillig an. Okay. Wow. Hopp, wiederbeleben. Okay. Es war aber noch sehr schnell reagiert. Okay, also hier kann man anscheinend nochmal sehr viele rote Schergen in der Tief haben. Allerdings, ja. Wie gesagt, also der beste Platz zum Farmen ist definitiv die Arena. Die Arena ist einfach ideal dafür. Nee, du sollst wieder dahin. Und euch möchte ich wieder haben. Euch möchte ich mal hier positioniert haben. So. So, und dann geht's hier mal weiter mit denen. So, die Sanitäter tun auch ihr Bestes. Und die Roten machen jetzt schon das Feuer aus. Kommen sie auch hier hinter der Wand? Blau? Nee, das ist nicht mehr. Okay. Ah. Nee, hä? Also hier kann man sich im Fall der Fälle nochmal Schergenergie holen. Das ist ja soweit schön und gut. Aber ich hinterfrage ja doch etwas den Sinn hinter dem Gelände hier. Zu Recht? Ja? Nein? Vielleicht? Keine Ahnung. Weil, wie gesagt, man kann jetzt zwar Schergenergie farmen, okay. Lass ich auch mal so stehen, alles schön und gut, aber da kann ich auch einfach in die Arena gehen und ja. Mir war jetzt so ziemlich gar nichts. Nö. Das hat mir jetzt null weitergebracht. Wirklich null. Ja,
Hier hinten noch irgendwie? Nö. Nö. Hier ist definitiv gar nichts. Okay, ja. Ach, Mann. Da musste ich mich jetzt kurz mal für den Seufzer wegdrehen, sonst wäre das etwas, ja, vielleicht wieder übersteuert gewesen. Keine Ahnung. Weil dafür habe ich jetzt echt einen riesen Seufzer gebraucht. Oh, Mann. Ja, okay. Also, dann, wenn wir jetzt hier eh schon planlos am Rumirren sind, in extra large. Och, dann, ja. Gold? Oh, Mann. Dann mache ich jetzt hier noch eins, nämlich, ich guck, was es da unten in der einen Schlucht war und die Zombies. Das interessiert mich jetzt natürlich noch. Zudem habe ich eh die Roten ausgerüstet, das heißt, ja, ich kann mit denen schön runterfeuern, während ich unten dann durchrenne mit den anderen Shark-Typen. Genau. So machen wir das auch. Also. Hier war die Basis. Da müssen wir ja aber eigentlich nicht mehr durch. Das hat sich ja mittlerweile nicht erledigt. Oder doch? Eigentlich schon. Dachte ich. Hm. Nee. Okay. Marschieren wir doch kurz nochmal durchs Armutsviertel, oder? Nee. Ja, yeah, genau. An denen vorbei und dann sind wir auch schon im Schloss. Höre, lässt die Seuche super. Langsam nach. Ja, woran könnte das wohl liegen? Ja, vielleicht daran, dass jemand die Zombie... Ach, egal. Ja, ich plapper auch mal das Gleiche. Ihr habt in der Schenke für Ordnung gesorgt. Sehr gut, Lord. So, kleiner hier. Hoffnungsschimmer. Wir können die Flüchtlinge bald in die Stadt zurückholen. Oh, alles kaputt machen. Ich brauch Gold. Es gibt keine neuen Infektionen. Welch ein Glück. Ja. Hopp, 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 hopp. Danke, Herr. Vielen Dank. Ja, ich klaue euch immer gern das Gold. Hab ich gar kein Problem damit. So. So. Das sieht doch schon mal langsam etwas besser aus. Es gibt keine neuen Infektionen mehr. Welch ein Glück. Ja, komm, hier. Gibt's mir noch. Menschen, bevor sie mir da hier ganz traurig hinterherrennen. Oh, hier, da, Gold. Nimm, nimm. Nee, nee. Will ich ja nicht so sein. So, hier, da, komm, hab. Mach die auch noch kaputt. Oh. Lasst uns rein! Lasst uns rein! Wir sind die verlorenen Schafe! Schäfchen! Schäfchen! Wo? Gewährt uns Zuflucht! Gebt uns Essen! Bitte! Ihr elenden Schurken! Wir verrecken hier draußen! Barrikaden retten euch nicht. Früher oder später kommen sie. Irgendwann müssen sie rauskommen. Und wir warten so lange. Das ist wirklich dumm. Sie lassen ihre Anhänger verhungern. Tut etwas. Na dann, los! Warum nicht? Er hat es geschafft. Der Weg ist frei. Er hat es geschafft. Der ich Weg ist diese frei. Es scheint noch gute Menschen zu geben. Auf geht's. Ich finde diese Stummen jetzt eh bescheuert, von dem her. Finde ich da relativ schmerzfrei. Mein Problem da ist nur, irgendwie nimmt das kein Ende mit denen. Nicht so wirklich. So. So. Ich kümmere mich jetzt um die Magier drauf. Ja. So. So, kommt alle her. Habe jetzt so einen Haufen Schergen verloren, das sehe ich zwar selber, aber okay.
verstehe, sagt er, glaube ich, wir ergeben uns. Tötet uns bitte nicht. Oder er fragt nach dem Weg zum nächsten Bananenmarkt. Ich denke aber, es ist das Erste. Sie scheinen euch als ihren neuen Gott angenommen zu haben. Sehr gut. Ja. Eigentlich sollte ich sie alle erledigen. Dafür, was sie meinen ganzen Schergen angetan haben. Ja, okay, fürs planlose Reinrennen war ich ja selber schuld. Okay. Nö, sehe ich mal ein. Ist jetzt die Frage, machen wir sie nieder? Machen wir sie nicht nieder? Diese Stumm. Hallo? Lass mich. Boah. Okay, ja. Ich muss da nicht weiter. Ja. Diese Stumpen. Okay, ja. Dann stampfen wir hier mal runter. So. So, hier. Nimmt das mal auseinander. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, nimm. Ich mach das hier alleine platt. So, das ist ja mal... Oh, epic. Hey. Okay, und da haben wir wieder ein Tor. Okay. Das soll wieder hinführt. Na komm. Hier. Weiter. Sonst muss ich irgendjemanden hier auseinandernehmen. Das will ja keiner. Also, weiter. Da brauchen wir 7. Nein. Haben wir davon welche? Guck mal hier nochmal. 3. Dann nehmen wir nochmal 4. So. Dann passt das. So. Für Gold haben wir denn jetzt halt gerade gar nicht drauf geachtet. Ah, 2178. Das ist doch mal ausgezeichnet. So. Ja, so kommen wir auch wieder an Gold. Also, hier. Macht mal das Tor auf. Und wo geht's denn hier weiter? Ja. Okay. Okay. Ah, ich glaube. Ah. Nee. Hä? Okay, ich glaube, wir sind hier wieder beim. Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt sind wir hier wieder beim Friedhof, nämlich. Okay. Dann passt das jetzt auch. Okay, dann... Ja. Dann weiß ich jetzt auch, wo es zu den goldenen Bergen geht. Hihi. Also, ja. Ich weiß, wir könnten rein theoretisch auch schon direkt das goldenen Berge bereisen, aber... Nee. Wie gesagt, ich will das jetzt noch hier auch... eigentlich einmal komplett erkundet haben. Also. Also, so, ja. Ich höre, lässt die Seuche langsam nach. Ja, das ist ja sehr schön. Ah, Mann, ich muss aufhören, immer das Gleiche zu reden. Mensch. Ja. Okay, also, ja, genau, ist mal wieder hier links. Ein an kleiner Hoffnungsschimmer. Und euch vorbei. Und euch vorbei. Vielen bitte. Dank. Bitte. Nicht zu danken. Nicht zu danken. So, an euch vorbei. Dann hier. Dunda. Dann Chakalaka. Oh, hier, Fässer. Fässer. Kaputt machen. Los. Na, also.
immerhin etwas. So, was war hier? Ne, hier war nicht die Stumpf, oder? Nicht schon wieder die Stumpis. Nö. Genau. Und jetzt geht's hier gleich nämlich nach unten und dann können wir hier mal uns um die Zombie-Horden da kümmern, die letzten. So, ja, fast. Wo kam ich denn jetzt unten hin? In den... Ah, Mann. Ich sehe schon, nicht komm ums Rumirren, nie drumherum. Also da war das Tor, genau. Und da unten, da ging es zu den Zombie-Horden, genau. Und es ist mir das letzte Mal ja schon aufgefallen, dass man von oben auf die Zombies schon runterschießen kann. Das geht. So. Das geht sogar sehr gut. So. Und während die jetzt nämlich nach unten schießen und ich meine blauen circa hier platziere, nehme ich die mit dem braunen auseinander. So. So. Das war jetzt so. Hey! Wo kommt ihr denn her? Wiederbeleben. Los, Leute. Und zack. Und einer musste drauf gehen. Ah, Mann. Armer kleiner blaue Scherge. Okay, naja, was soll's. So. Also, gehen wir jetzt hier dran vorbei und ja. Und komm hier raus. Wie jetzt? Was? Wo geht's hier entlang? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich laufe indirekt hier die ganze Zeit im Kreis. Aber hier war ich noch nicht. Hier sind nämlich drei Schergennester. Und blöde Pilze und noch mehr Zombies. Okay. Ich denke jetzt einfach mal, es geht weiter. So. So, zurück. Roten Schergen hier platzieren. Blauen hier platzieren. Und die Frauen rüber. Nein. Und die Blauen rüberschicken zum Zombies klatschen. So, hier kommt. Nimmt sie auseinander, Leute. Ah. So, hier, zack. Geht doch. Okay. Die Roten da platzieren. Okay, ich sehe schon. Die Blauen müssen jetzt hier hin. Den einen Braunen muss ich hier wieder wegholen. Und wenn ich jetzt die Roten nämlich hier unten platziere, Leute, dann können die nämlich auf die stärkeren Zombies feuern. So, und wenn welche sterben, dann werden die nämlich von den Blauen zurückgeholt. Sehr gut. Und die Zahl müsste eigentlich reichen, dass die stärkeren Zombies vor drauf gehen. Hallo? Dann holt euch nochmal den wieder. Ja. So. Okay, ich brauche meine Roten von hier wieder. So, sehr gut. Und okay. Müssen wir mal anders. Blauen. Hier hin. Und die Roten. Hier hin. So. Und die Roten. Und die. Aha. Und die Roten. Hallo? Wollt ihr mich jetzt? Und die Roten marschieren jetzt
Ah. Hier unten hin. So. Hallo, feuert doch, Leute. Geht doch. Boah. Was? Wie, nur noch zwei? Wollt ihr mich jetzt? Was? Holt euch die. Ich komme mir irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, veralbert vor von dem Game. Ist veralbert noch nett gesagt? Ich weiß nicht. Ja, schon irgendwie. Denn... Wie hat er es jetzt geschafft mit einem Schlag mal eben hier 8 Scherben auszulöschen? Egal, komm. Dreht das Rad auf. Dreht einfach nur. Einfach drehen. Ich so hinterfrage ich irgendwas. Ich darf nichts mehr hinterfragen. Okay. Weiter geht's. Wir kommen jetzt hier weiter. Und oh. So, was habe ich gesagt? Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Wenn ich die blauen weglege, dann, genau dann, kommt nämlich die Stelle, wo ich blaue brauche. Deswegen, ja. Es war so klar. Okay, ich sehe schon, Braun hier. Mit dem blauen kurz mal hier. So, jetzt, zack, komm. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ja. Ja, das hat jetzt fast funktioniert. Schande. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier ran vorbeigehe, dann. Ja. Oh Mann. Das macht so keinen Spaß. Definitiv nicht. Okay. So, kommt hier. Leute, blaue Schergen. So, kommt weiter. Oh Mann. Naja, okay. Immerhin haben wir jetzt hier nochmal ein Objekt. Das ist doch schon sehr gut. Da hat sich der Weg schon rentiert auf jeden Fall. Nein, nicht das blöde Ei. Sondern. Nein! Oh. Zwei haben Hirnbewegung. Und Nummer 3. So. Ich mag Objekte. Und wo bringen sie das jetzt hin? Das ist jetzt nur die Frage, weil... Wie, sie bringen es nirgendwo hin, genau. Oder wie jetzt, oder hä? Hallo. Ah. Supi. Okay, ja. So, und jetzt hier 3 blaue Schergen. Holt euch das Teil und ja. Kommt weiter. Die wollen irgendeinen anderen Weg, glaube ich. Weil sonst würden die doch einfach zulaufen. Aber. Nö, jetzt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, jetzt laufen sie mal zu. Okay, alles klar. Ja, jetzt rennen sie sogar weg. Also, das ist traumhaft. Okay, ja, ich, ja. Egal. So, das heißt, wir haben wieder mehr Zauberkraft. Das ist auch sehr gut. Müsste jedenfalls der dafür gewesen sein. Denke ich. Komm hier, nutzen wir die Zombies aufeinander. Jedenfalls das, was von denen übrig geblieben ist.
Ja, so. Okay. Wieso es jetzt hier wieder Zombies eigentlich gibt, das weiß ich jetzt zwar auch nicht, aber egal. Egal, egal. Wie dem auch sei. Okay, da sind wieder Bauern. Von dem her, bei den Bauern, das heißt, da gibt's halt kein Problem. Fürst Ferdinands Ritter hätten besondere Rüstungen aus einer magischen Schmiede unter der Stadt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber brutal sind sie. Wir können die Flüchtlinge bald in die Stadt zurückholen. Ja, schön. Okay, ich glaube, ich habe jetzt gerade auf die Karte geguckt und habe auch was gesehen. Okay, es gibt von hier aus keinen Weg zu den Goldenen Bergen. Nebenher, wir haben mehr Mana. Also, in dem Fall heißt es dann wieder zum Turm und danach auf zu den Goldenen Bergen. So. Seid gegrüßt! Okay, wow, jetzt habe ich 50 Minuten gebraucht, um noch immerhin des fehlgeleiteten Fürsten immerhin den Rest noch zu erkunden. Okay, cool. Also, würdiger, ja. Üppiger Güter! Ich gehe kurz nochmal runter. So, also ich hoffe, die kleine Erkundungsfolge hier hat euch soweit gefallen. Schön, dass die kleinen Beißer ja, wieder da wird auch sind. Mittlerweile geredet. Ich glaube, es ist echt überall außer als in... Nee, es wird echt überall geredet. Ich kann nichts mehr dagegen machen. Ich bin diesen Unterhaltungen... nimm das! Ich bin diesen Unterhaltungen hilflos ausgeliefert. Immer diese Stimme in meinem Kopf. Okay, ja. Also, ich hoffe mal, das hat euch jetzt alles soweit gefallen. Diese kleine Erkundungsfolge. Extra, extra, extra Launch. Und ja. Wir haben jetzt immer eine Himmelsspitze, soweit ich weiß, komplett abgeschlossen. Ja. Wir haben den Dunkelwald abgeschlossen und wir haben jetzt eigentlich auch das Hügelland abgeschlossen. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist, findet die Mutterkette bei den Goldenen Bergen. Von dem her, ja, ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und nochmal Entschuldigung für das Versagen von Fraps bei der letzten Aufnahme oder menschliches Versagen, wir werden es nie wissen. Ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mag diese Jule nicht. Tötet sie und bringt mir ihre glänzenden Sachen. Ja, also Grüße aus der Gruft, euer Zero Necro.